Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil Zero. Und genau, wir waren ja beim letzten Mal wieder in der Ausbildungsstätte angekommen und haben diese Wassertür geöffnet und sind jetzt hier wieder auf Erkundungstour, allerdings mit einem sehr unangenehmen Zeitgenossen im Nachbarzimmer. Und genau, wir waren dann in diesem Raum hier angekommen und wir müssen jetzt hier Klavier spielen scheinbar. Und ja, wobei, müssen wir? Das Klavier ist völlig verstaubt, sieht aber noch spielbar aus. Ah ja, tatsächlich. Wir müssen Klavier spielen. Genau wie Jill am Anfang, würde ich sagen. Mach das einfach mal, Rebecca. Bisschen schief, oder? Sorry, Rebecca, aber das war ein bisschen schief. Errungenschaft freigeschaltet, eher Piano als Pforte. Okay. Das war ein bisschen schief. Brauchen wir da vielleicht Billy für? Kannst du Klavier spielen, Billy? Das würde ich ja krass finden. Kannst du Klavier spielen? Krass. Krass, Billy. Nicht schlecht. Hätte ich jetzt nicht von dir erwartet. Aber gut. Dann würde ich vorschlagen, können wir mal mit Rebecca da rein, weil ich glaube, mit Rebecca, da gibt es Story-Items drin und die können wir mit Rebecca gut gebrauchen. Was ist das denn? Magnum Muni. Die Regale sind mit guten Weinen gefüllt. Gibt's hier keine? Doch, ich wollte schon sagen. Na, endlich. Geil, wir haben Magnum Muni gefunden. Leere Flasche. Ah, sehr gut. Das heißt, können wir zusammen mischen. Ah, und da ist eine Batterie. Eine Battery, ja. Für draußen. Ah, da können wir da weiter. Oh, was ist jetzt? Ah ja, okay, wie im ersten Teil geht zu die Tür. Alles richtig gemacht. Weil wenn wir jetzt wieder zu Billy gehen, können wir das Klavier nochmal spielen, da geht die Tür wieder auf. Das ist natürlich, ja. Schönes Stück, muss man sagen. Schönes Stück. Finde ich auch gut gemacht, dass man da wirklich eine Teamaktion draus machen muss, um jetzt halt Rebecca daraus zu befreien. Ganz genau. Und dann müssen wir wieder als Team agieren. Und dann können wir endlich mal die Magnum Muni geil. So, austauschen. Billy hat zum Glück noch ein bisschen. Ah, nee. Nee, 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 nee. Ach, wo ist unser Benzin? Das liegt noch in der Haupthalle. Austauschen damit. Alle bitte, weil dann hole ich mir jetzt gleich noch ein bisschen Benzin dafür, dass wir den Typen da wegkriegen, hoffe ich. Und die Batterie lasse ich mal bei Rebecca, die Muni. Magnum-Munition. Wenn wir eh in die Haupthalle gehen, nehme ich die mal mit. So, dann werde ich nämlich Rebecca jetzt mitnehmen in die Haupthalle. Dann werden wir erstmal in die Haupthalle gehen. Und dann den ersten Raum nochmal überprüfen. Wo der Egel-Zombie. Was ist das denn? Was ist das denn? Igitt. Was war das denn jetzt auf einmal? Das war ein Blutegel, ja. Liegt daran, weil wir den Typen platt gemacht haben, wahrscheinlich. Dass da deswegen jetzt Blutegel rumlaufen. Krass. Jetzt bin ich voll falsch gerannt, oder? Nee, müsste richtig sein, oder? Das ist goldrichtig. Was laber ich denn? So.
Oder sollen wir direkt die Batterie einsetzen? Nee, das mache ich später. Wir haben noch einen Bereich zu erkunden. Ich möchte nur das Zeug ablegen und Rebecca hier lassen. So. Genau. Ja, wobei. Rebecca hat ja die Batterie, ne? Rebecca hat ja die Batterie. Genau. Da kann Rebecca jetzt hier bleiben. So. Und dann nehme ich mir jetzt den, das Zeug hier mit. Also das Benzin. Okay. Können Sie nicht... Kann ich nicht tragen. Warum kann ich das nicht tragen? Ablegen. So, jetzt kann ich das aber tragen. So, dann... Ach, Mann, oh Mann, oh Mann. So. Ja, Benzinkanister. Danke. So, dann machen wir uns wieder Molotow-Cocktails fertig hier. Kombiniere damit. Und dann können wir das Benzin wieder hier ablegen. Ablegen. So. Wunderbar. Boah, aber Billy ist orange. Soll ich nochmal speichern? Nee. Da müssen wir jetzt durch. Kommt. Da müssen wir jetzt durch. Billy, geh alleine. Mach den Typen da weg, bitte. Ich hoffe, das klappt, ey. Wenn nicht, dann muss ich mir alles nachspielen. Oh Gott. Ich möchte ja auch nicht zu oft speichern. Na, das ist ja ein bisschen... bisschen doof, dass man hier nicht zwischenspeichern kann. Aber gut, das ist halt... ein originales Resident Evil-Erlebnis, ne? So. Oh Gott, das... Ja, der... Wir brauchen tatsächlich drei Molotow-Cocktails für den. Hier sind wieder die Blutegel. Okay, da müssen wir schnell sein. Die können wir zum Glück zertrampeln. So, und jetzt hier? Wo ist der? Okay, das ist gut. Wir haben eine Ecke. Wo ist der? Er kommt. Ganz langsam. Da ist er. Billy, dreh dich um und schmeißen. Und nochmal. In die Ecke und schmeißen. Und schmeißen. Nein. Nein, 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 nein. Und schmeißen. Schmeiß das Ding. Und der müsste doch jetzt tot sein. Nein, ist nicht tot. Warum ist der nicht tot? Oh Gott. Ich hab doch da... Resident Evil Zero. Gibt's doch nicht. Ich hab doch die drei Dinger eingesetzt. Zum Glück habe ich das gespeichert da, aber das ist... Mann, Mann. Müssen wir jetzt hier die ganze Klavierszene machen, ne? Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns da gleich wieder. So, Freunde, da bin ich wieder. Ich habe es jetzt mir folgendermaßen überlegt. Ich werde jetzt tatsächlich das mit Rebecca machen. Und dann zur Not mit dem Granatenwerfer draufrußen. Weil ich möchte tatsächlich diesen Typen hier weghaben. Ja? Und die Blutegel sind so eklig hier. Und deshalb, ja, was soll ich dazu sagen? Ich würde den schon ganz gerne hier weghaben. So. Da müsste er gleich kommen. Da ist er doch. Ja. Hä? Nimmst du den Molotow-Cocktail? Danke. So. Ah, das ist jetzt eine ganz schlechte Kamerasicht. Ich weiß nicht, wo der ist. Ich weiß nicht, wo der ist. Das ist jetzt eine richtige Scheißsicht. Aber wir sind noch grün. Alles gut. Alles okay. Alles okay. Na, komm her. Los, komm her. Komm her. Wo bist du? Da ist er. Okay. Und schmeißen. Und nochmal. Schmeißen. Und nochmal schmeißen. Er ist weg. Ah, wir haben ihn geschafft, Freunde. Wir haben ihn geschafft. Ah, danke. Danke. Wir haben ihn geschafft. Boah, geil. Dreckiges Ding. Dreckiges Ding.
So, dann erkunden wir jetzt mal den ersten Raum. Sieht aus, als wären diese Geräte erst kürzlich benutzt worden. Ah, das ist das stille Kämmerlein, wo Wesker und Albert sich versteckt haben. Das ist das Kämmerlein hier. Ja, okay, ich verstehe. Richtig Hightech hier. Das sind Übertragungsgeräte. Sie sind seit längerem nicht benutzt worden. Was ist das? Da liegt aber was. Ein Schraubstock. Interessant. Keine Heilung hier, ne? Sieht aus, als wären diese Geräte erst kürzlich benutzt worden. Mehr war nicht nur ein Schraubstock. Alles klar, das ist das Kontrollzentrum. Okay, verstehe. Gut. Dann haben wir das aber gemeistert, tatsächlich. Finde ich super. Wenn jetzt hier, wenn jetzt hier nochmal kommt, ne? Nee, aber dafür sind ja die Blutegel. Aber die machen ja scheinbar nichts. Also das ist ja okay. So, dann können wir bitte mit Billy wieder zusammen zu Billy wechseln. Und das hier dann wieder austauschen mit... Oh. Rebecca ist voll. Verdammt. Ja, okay. Oder soll ich doch mit... ich gehe mit Billy alleine. Let's split up. Okay. Ich gehe mit Billy alleine. Nehme die Pistole in die Hand. Und dann gucken wir uns jetzt noch den letzten Raum an und dann gehen wir raus. Bin ich mal gespannt, was wir da draußen haben. So, und los. Nein, stopp, das war hier vorne. Nicht stehen bleiben bei den Dingern. Ich weiß nicht, was die machen. Wenn wir mal ein bisschen länger stehen bleiben. So, was haben wir hier jetzt? Noch ein Gang. Zwei Räume. Okay, zwei Räume. Einen haben wir hier. Wenn der Typ jetzt nochmal kommt, ne? Also das wäre heftig, wenn der Typ jetzt nochmal kommen sollte. Ah, das sind normale. Das ist okay. Normale Zombies sind okay. Ich schieß mal ins Leere. Aber er hat getroffen. Sehr schön. Normale Zombies gehen, ja. Die habe ich teilweise sehr gerne, die normalen. Weil man da genau weiß, was man da machen kann. Da. Genau, das war's schon. Ah, perfekt. Okay. Oh Gott, ich habe hier irgendwie das Gefühl, dass jetzt hier gleich Krähen reinkommen. Ein großes Fass, da ist nichts mehr drin. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier scheiß Krähen reinkommen. Weiß nicht warum. Verschiedene Werkzeuge und Messgeräte liegen auf dem Tisch. Was ist das jetzt hier? Keine, auch keine Heilung? Ah! Im Schraubstock ist eine Steintafel eingespannt. Der Griff fehlt, daher ist der Schraubstock nutzlos. Aber wir haben noch einen Schraubstock. Natürlich hat Rebecca den. Gottes Willen. Natürlich hat Rebecca den. Ah, guck mal. Sehr gut, danke. Schrotmunition. Brauchen wir immer. Ja, toll. Natürlich hat jetzt Rebecca die. Den Schraubstock, ey. Mann, Mann, Mann. Okay, aber das kriegen wir ja hin. Das ist ja nicht schlimm. Das ist ja einfach nur laufen. So. Direkt raus da. So. Wir haben diesen Egelzombie jetzt zweimal platt gemacht. Der sollte jetzt wegbleiben. Hoffe ich. Hoffe ich doch mal stark. So, Rebecca. Moment. Nein. Billy geht... Billy kann nicht draußen stehen. Ich weiß nicht, was kommt. Ich pack Billy mal raus. Falls da die Krähen kommen. Und ich will nicht, dass Billy abkratzt. So, dann machst du hier bitte den Schraubstock benutzen. Sehr gut. Dann haben wir dieses zweite Teil. Diesen zweiten Stein. Genau. Sehr schön. Die Gehorsamssteintafel haben wir jetzt. Wunderbar. Okay, dann haben wir noch einen Raum, einen letzten. Um den kümmern wir uns jetzt. So, aber mit Billy. Auch wenn er orange ist, aber... Oh Gott. Doch, Rebecca.
Die Tür, die sieht irgendwie nicht gerade vertrauenserweckend aus hier. So, dann halt doch mit Rebecca. Ich möchte so viel wie möglich Energie sparen hier. Was? Warum? Was? Was? Ach nee! Nee! Na! Wo kommt der denn jetzt her? Oh, wo kommt der denn jetzt auf einmal her? Wo kommt der denn jetzt auf einmal her, Mann? Ach! Renn einfach an dem vorbei, komm! Renn an dem vorbei! Renn an dem vorbei! Hä? Wo kommt der denn jetzt her? Wie geht's uns? Toll. Super, wir haben hier einen Heißbär gefunden, aber Rebecca ist gelb. Mann, 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 das gibt's doch nicht. Der kommt immer wieder. Wir haben hier einen Heißbär gefunden, aber das werden wir direkt nutzen müssen. Mann. Verwenden. Ach Gott. Aber immerhin Fortschritt, wir sind jetzt nicht mehr gelb und orange, grün und orange, sondern grün und gelb. Was ist das? Hier sind verschiedene Laborgeräte. Scheint nichts Interessantes dabei zu sein. Was ist das hier überhaupt für ein Bereich? Das sieht sehr komisch aus hier, ne? Da liegt Munition auf jeden Fall. Nehmen wir mit. Ja, Muni haben wir jetzt genug. Ich hoffe, wie sollen wir jetzt hier rauskommen? Wir sind jetzt zu zweit hier drin. Ah! Und eine Flasche. Ah, okay. Das heißt, wir haben jetzt zum ersten Mal wieder eine Heilung gefunden. Nein. Nein, nein, nicht verwenden, um Gottes Willen. Wir haben jetzt zum ersten Mal wieder eine Heilung gefunden, die wir nicht direkt nutzen müssen. Aber wir müssen ein paar Sachen hier ablegen, ne? Oh Gott, wir sind so voll! Dann leg die Schrotmuni erstmal ab. Dann mache ich mir nämlich jetzt erstmal hier einen Molotow-Cocktail. Das ist ganz gut, dass die Flaschen jetzt regelmäßiger kommen. Kombiniere damit. Ausrüsten. Und wir haben eine Heilung gefunden hier. Ach, ist das geil. Und die Sachen werden tatsächlich auf der Karte angezeigt. Alles klar. Oder soll ich das mit Rebecca machen? Rebecca ist ja schon gelb, ne? Und wenn sie dann... Das ist keine schlechte Idee. Mach das mit Rebecca. Austauschen... Die Magnum-Munition. Weil Rebecca hat den Granatenwerfer. Falls irgendwas schief gehen sollte. So, Rebecca. Rüstet die Molotow-Cocktails aus. Und danach dann zur Not den Granatenwerfer. Okay. Geh da raus. Geh da raus und schmeiß direkt das Ding. Wenn der jetzt da ist, dann... Jo! Und schmeiß... Ah! Ja! Okay. Okay. Und schmeiß das Ding. Ich glaube, ein paar Mal muss der uns tatsächlich treffen. Und schmeiß... Und weg das denn. Ah. Genau so. Genau so, Freunde. Genau so muss man den machen. Ah. Dass der immer wieder kommen muss. Ich nehme zurück, was ich gerade gesagt habe. Wir müssen die Heilung direkt benutzen. Scheiße. Oh Gott. Nein, nicht untersuchen. Das kannst du erstmal ablegen. Ich brauche die Heilung ganz dringend. Boah. Das ist ein bisschen ineffizient hier. Ich kann keine Heilung aufbewahren. Ich muss alle die ganze Zeit nutzen. Mann. Aber dafür sind wir jetzt beide gesund. Ah, ja. Wie gesagt, gemütlich Heilung aufsparen ist hier irgendwie nicht.
Nimmst du den Grabstein bitte mit? So, mein Gott. So, Billy. Oder, nee, nimm die Munition so auf. So, Munition aufnehmen. Und dann haben wir den Bereich geschafft. Austauschen. Nee, wir sind komplett voll. Also, wir müssten komplett hier einmal raus. Das finde ich cool hier, dass man die gleichzeitig steuern kann. Come on. Gut, aber der Typ müsste... Nein. Der Typ muss jetzt weg sein. Der kann jetzt nicht nochmal da stehen. Genau, jetzt sind hier die Igel, aber das ist ja nicht schlimm. Okay, einfach die erste Tür rechts. Hier einfach durch. Okay, raus hier. Einfach raus hier. Wie? Okay, geradeaus, dann einfach hier rechts rein und durch die Wassertür raus. So. Eine Tür haben wir noch zur Haupthalle und dann werde ich das Ganze speichern. Bitte sei jetzt nicht hier. Nein, okay. Oh, Mann. Immer diese Igel-Zombies. Mann. Aber geil, wir haben es geschafft, Freunde. Und wir können uns jetzt hier erstmal wieder neu aufstellen. So, hier ist die Haupthalle hinter. Ah, wunderbar. Gut. Ja, danke. Okay. Wir haben beide keine Waffe in der Hand, das ist geil. Ganz dringend. Speichern. Speichern. Einfach speichern. Kann nicht getragen werden. Dann leg bitte diesen Stein ab. Ablegen. So, und nimm bitte das Farbband. Ja, vielen Dank. So, dann können wir das hier einmal abspeichern. Boah, danke. Aber hey, wir sind beide im grünen Bereich. Wir können halt nur keine Heilung sparen. Ne, das ist alles. Munition haben wir, ist kein Problem. Gut. Dann machen wir mal... Wo ist das Farbband? Ne, wo ist die... Ah, der andere Stein da. Nimm den mal bitte wieder mit, dass man den vernünftig sieht. Aber erstmal das Farbband ablegen. Austauschen mit der Muni. Die kann abgelegt werden. Gut. Und die Batterie brauchen wir gleich. Okay. Nein. Ich wusste, dass ich hier das Falsche drücke. So, Billy. Du kannst bitte das hier ablegen. Ja. So. Und dann bitte das Ding hier aufnehmen und da vorne zulegen. Bitte. Danke. Damit man das alles schön sieht hier. Ablegen. So. Gut, das waren die ganzen Items. Es sieht so geil aus. Okay. Das heißt, wir können jetzt mit Billy wieder ganz normal starten. Ja, wobei Rebecca hat die Batterie. Hä? Warum? Ich gehe erstmal mit Billy alleine. Kommt. So. Alles klar, wir haben es gespeichert. Setzen wir die Batterie ein. Jetzt sind sie bestimmt Gegner, wa? Ah, falsch. Falscher Raum hier. Okay. Ja, ich bin ein bisschen durch den Wind gerade. Aber... Rebecca, du wartest hier auf uns, ja? So, dann haben wir... Genau hier. Hier können wir raus. Und da draußen müssen wir eine Batterie einsetzen. Und die haben wir jetzt. Es sieht alles gut aus mit unseren Items, nur wir haben halt keine Heilung. Und was? Ach, das da oben, das sieht so aus wie so ein Stein, ne? Wie der letzte, den wir brauchen. Ja. Okay, das heißt, wir können jetzt hier eine Batterie einsetzen. Da mal gucken, was es damit auf sich hat. So, was passiert dann? Ja, Batterie eingesetzt.
Aufzug benutzen. Ah. Hä? Okay. Boah, der Aufzug hört sich schrecklich an. Aha. Was ist das jetzt hier mit der Kiste? Ach, jetzt geht doch. So. Was ist das hier? Jo. Und ah, die Kiste wegschieben. Okay, ich verstehe. Die Kiste wegschieben. Weiterschieben. Kisten schieben. Ja, ganz klassisch hier. Sehr cool. Dann können wir doch jetzt hier... Hä? Den Aufzug. Das verstehe ich gerade nicht. Jetzt haben... Ah! Okay, nein, 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 nein. Ich glaube... Ah! Mit der Kiste können wir... Die können wir nach vorne schieben. Die können wir nach vorne schieben und dann können wir da oben an das Item dran. Ah, okay. Das ist natürlich jetzt geil. Ach, und ich merke schon, wir müssen wieder mit Rebecca alleine da hoch. Okay. So, das war's. Dann einmal hier hin. Ich hoffe, dass das klappt, so wie ich das denke. Ah, shit. Das sieht ja schon nicht gut aus hier. So, jetzt aber doch. Schön gemütlich Kisten schieben. Ach ja. Hallo? Schiebst du die nicht hier rein? Warum schiebst du die nicht hier rein? Hallo? Ah. Ich wollte schon sagen, nein, aber doch, es geht. Ah, wunderbar. Und dann sollten wir theoretisch da oben dran kommen. So. Dann mach mal. Schieb das mal da dran. Geh mal drauf. Da solltest du theoretisch da oben dran kommen. Hier ist etwas. Ja! Sehr schön. Ah, sehr gut. Wir haben die letzte Steintafel von den dreien. Das heißt, wir können dann irgendwo weiter. Okay, das sieht mir so nach Gebietsende aus. Aber trotzdem. Erstmal die Steintafel hier zu den anderen Items legen. So. Ablegen. So. Rebecca, du musst bitte mitkommen. Ich weiß, wir haben schon Folgenende eigentlich fast erreicht, aber was da oben ist, möchte ich jetzt noch sehen. Von daher, ich weiß gar nicht, was da oben überhaupt ist, ne? Ich würde da trotzdem gerne mit Billy hingehen. Den Aufzug müssen wir nochmal runterholen. So. Ganz genau. Der hört sich echt schrecklich an, der Aufzug. Oh mein Gott. Ich habe irgendwie Schiss vor dem, was da kommt. Ich würde schon gerne mal nochmal speichern, oder? I'll check it out. Roger. Lass bitte Billy die Arbeit machen. Ach, diese Kamerasicht. So. Du kannst bitte den Aufzug benutzen. Das müsste klappen. Ja, sehr schön. So, Billy. Dann schauen wir uns das mal an da oben. Haben wir hier vielleicht Heilung? Das wäre doch mal sehr angenehm. So. Billy, was haben wir hier? Hä? Ah! Ja, toll. Einfach nur eine Abkürzung zu dem Gebiet, wo wir... Ah, sehr gut. Zu dem Gebiet... aber... Ja, dann brauchen wir die eigentlich nicht. Aufzug benutzen. Nee, wozu? Wir können da ja auch so hin. Also, wir können da ja auch zusammen hin. Gut, Freunde, dann laufe ich da jetzt noch kurz hin. Dann brauchen wir das Ding hier gar nicht. Und Billy, komm bitte mit. Okay. Komm mit, Billy. Und dann nehmen wir uns jetzt mal die drei Steintafeln mit. Und ich glaube, dass wir dann nicht mehr hier hinkommen, oder?
Das kann ich mir gut vorstellen. Das heißt, wir müssen eigentlich auch alles von hier mitnehmen, ne? Wir müssen alle Items mitnehmen. Aber wie denn, wenn wir hier so kacke voll sind? Okay, wir können zumindest vier Items mitnehmen. So. Nehmen wir die Tafeln mit. So. Ja, wir sind jetzt bei den 30 Minuten, aber ich bin jetzt gerade so im Flow des. Ja, oder? Ja, ich werde jetzt noch einmal dahin gehen. Ach, jetzt. Ach Gott. Nein. Mann, das ist immer so. So, nimm die Steintafel. Oh, nein! Dieses Item-Management ablegen. Verdammt nochmal. So, hier, das sollst du bitte mitnehmen. Ich würde sagen, die setzen wir jetzt noch ein. Wie kommen wir denn jetzt am besten dahin? So, das war. Hoch. Und dann. Okay, alles klar. Das ist ja relativ in der Nähe. Das mache ich jetzt noch. Überziehen wir halt ein bisschen, aber mein Gott. Dann ist das halt so. Gut. Setzen wir die noch ein und dann nehmen wir alle unsere Items mit. So viel wie halt geht. Ach, guck mal, so weit ist das gar nicht weg. Das ist doch schon hier vorne. Ha, sehr angenehm. Ist doch schon hier vorne. Genau, hier vorne. Ist doch schon hier. Warum ich jetzt mit beiden dahin gekommen bin, weiß ich auch nicht, aber ist okay. Falls wir irgendwie Probleme kriegen. Alles klar. So. Dann. Hier müssen wir das doch einsetzen. Und dann geht theoretisch die Tür da auf, wa? Kann ich mir gut vorstellen. Oder nee, wisst ihr was? Ich leg die Sachen ab. Weil, falls irgendwas passiert und wir nicht mehr in die Haupthalle kommen. Ich kenne Resident Evil. Es ist einfach schlimm manchmal. So, dann gehen wir jetzt nochmal kurz in die Haupthalle zurück. Holen die Items. Und, ja, wenn ihr das jetzt nicht mehr sehen wollt, dann könnt ihr auch quasi das Video schon ausmachen. Aber das gehört halt dazu, zu Resident Evil, ein bisschen rumlaufen. Und von daher lasse ich das drin. Das mache ich jetzt nicht offline. Und, wie gesagt, genau. Wenn ihr das nicht sehen wollt, spult entweder vor oder, ja, schaut euch einfach das nächste Video direkt an. Und wenn ihr es sehen wollt, dann bleibt einfach dran. Genau. Dann hoffe ich, dass wir jetzt alles mitnehmen können. Ja, wobei ich hätte vielleicht meine Waffe auch da liegen lassen sollen. Ne? Na gut. Wie viele Plätze haben wir denn? Wir haben vier Plätze. Plätze, das reicht für nix. Das reicht für die Farbbänder. Die Magnum-Boni. Benzin brauche ich vielleicht nicht unbedingt. Und die Granaten. Genau, und die Granaten. Hallo. So. Okay. Dann kann Billy noch was mitnehmen. Warte mal. Billy austauschen damit. Alle bitte. So, dann können wir nämlich noch diesen Koffer hier mitnehmen und dann nochmal zurück hin und her laufen. Ach ja. Aber wie gesagt, ich habe irgendwie Angst, dass wir hier nicht mehr hinkommen. Deswegen nehmen wir jetzt erstmal alle Items mit. So. Gut. Alles klar. Und wie gesagt, ich mach's halt nicht offline, weil das ja schon irgendwie dazugehört. Aber ich denke wirklich, dass wir jetzt langsam unseren Schwerpunkt aus dieser Ausbildungsstätte heraus verlegen und in ein komplett neues Gebiet kommen. Und um dann auch möglichst nicht so weit laufen zu müssen immer, legen wir jetzt einfach unsere ganzen Items da ab. Ja. Das würde ich nämlich auch vorschlagen, dass wir das jetzt hier einfach so hier oben hinlegen. Das Zeug. So, ablegen. Ablegen. Ablegen.
Billy ist eigentlich schon relativ gut vollgepackt, ne? Ablegen. So, dann gehen wir jetzt noch einmal, ein letztes Mal zurück in die Haupthalle. Bis wir dann wirklich die Folge beenden. Und da bin ich mal gespannt, was hier abgeht, wenn wir dann diese drei Dinger da einsetzen. Ja, eigentlich hätte ich das gerne dann nochmal... Scheiße. Ich würde das dann gerne nochmal speichern. Nicht, dass wir dieses ganze Item-Management dann nochmal machen müssen. Ach, sorry Leute, das ist eine Überlängenfolge hier, eine XXL-Folge. Aber... So, wo sind die Farbbänder? Das müssten die Farbbänder sein. Sehr gut. Immerhin haben wir die jetzt direkt gesehen, ne? Gut. Alles klar. Einmal die letzten Items abholen, kurz speichern und dann war's das. Wartet mal, jetzt haben wir wieder nur noch 4 Plätze frei, ne? Aber ist nicht schlimm. So, wunderbar. Einmal Breakdance machen hier. So. Ach ja, das gute alte Item-Management bei Resident Evil. Hat was. Auch wenn es nicht gerade spannend ist, aber es hat was. So. Da sind wir wieder. Hier haben wir jetzt alles erledigt. Jetzt hoffe ich, dass wir hier alles mit... Ja, es passt genau, glaube ich. Der Greifhaken, vielleicht brauchen wir den nochmal. Es passt genau rein. Ah, oder? Shit, wegen den Farbbändern, das gibt's doch nicht. Wegen den Farbbändern, das gibt's doch nicht. Ja gut, dann lasse ich das Benzin hier liegen. Kommt. Das werden wir jetzt schon nicht brauchen. Ich glaube, ich hoffe halt, dass dieser Zombie-Typ dann nicht mehr kommt. Wie viel sind denn das? Wartet mal, wie viel Benzin ist denn das? Wie viel Benzin ist das? Das hätte ich gerne noch gewusst. Wie viel Benzin ist das? Ablegen. Wie viel Benzin ist das, Rebecca? So. 6 Stück. Nee, komm. Lassen wir hier liegen. Ich lauf nicht wegen Benzin jetzt nochmal hier zurück. Das könnt ihr knicken. So. Dann haben wir jetzt alle unsere Items. Und dann können wir jetzt speichern. Speichern, speichern, speichern. Ganz wichtig hier, Speicher, weil ist auch das Folgenende angekommen. So. Austauschen. Farbbänder. So. Dann sind wir jetzt auch am Folgenende angekommen. Genau. Und ja. Dann würde ich einfach mal sagen, liebe Freunde, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und wenn ihr Bock habt, mal ein bisschen privat zu quatschen oder so, unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link zu meinem Discord-Server. Ich würde mich freuen, euch da zu sehen. Und ja, wie es hier dann weitergeht. Wenn wir diese 3 Steine eingesetzt haben, sehen wir dann in der nächsten Folge. Und ja, da bin ich schon sehr gespannt drauf. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.